Hallo und herzlich willkommen zu 10 at 10, eure 10 Fragen an Search Metrics, regelmäßig bei Facebook und LinkedIn. Ich bin Markus Klöschen, bei Search Metrics jetzt fast 3 Jahre und tätig im Vertrieb. Und ich bin heute für euch auf Facebook Live, um dort Fragen für euch zu beantworten. Mit mir ist meine liebenswerte Kollegin. Hallo, ich bin die Lillian Hase. Freut mich, kennenzulernen an alle, und ich bin an LinkedIn hier für euch heute. Und wir haben zum sehr super Fragen heute auch. Mein Hintergrund ist digitales Marketing seit 11 Jahren mit einem sehr großen Fokus an SEO. Ich komme ursprünglich aus Australien, hence mein Akzent. So, es tut mir leid für alle Fehler, die ich mache, aber ich hoffe, es geht noch und alle können mir verstehen. So, am Anfang haben wir eine Frage wegen die May Core Update von Google. Und das Frage war, haben wir Unterschiede in der Datenszene so bald in unsere Daten? So, von unserer Seite in searchmetrics.com, ja, haben wir. Wir hatten mehr Traffic bekommen, das war super, natürlich. Aber von unseren Kunden haben wir auch gehört. Wir haben unterschiedliche Geschichten gehört. Manche sind, ja, sie sind besser, es ist besser geworden. Manche sind sehr schlimmer geworden. Und wenn ihr Zeit habt, es gibt einen super Blogpost mit einer Analyse von dieser Update von Markus Tober und Markus Penzek. Und sie gehen sehr tief in, was passiert, warum, und Spekulationen über warum und was machen Google und warum. Nicht so viel warum jetzt, aber was machen die im Vergleich mit anderen Core-Updates. So bitte besuchen Sie unseren Blog und lesen, ist super Infos. In kurz haben viele gefunden, dass kleine Webseiten haben sehr gute Ergebnisse. Aber es ist nicht so viel zu tun mit Autorität, mehr als Qualität. Und so, es ist sehr interessant. So, ja, ihr solltet das Blog lesen. Die nächste Frage ist auch meine, glaube ich. Es ist eine Frage, es ist auch eine super Frage. Ist, auf welche SEO-Aspekte sollte ich mich beim Aufbau einer neuen Webseite zunächst konzentrieren? Das sind sehr, sehr große Antworten zu dieser Frage. Von meiner Seite habe ich so viele Webseiten, ein Relaunch involviert. Ich war involviert sehr viel, sehr oft mit Relaunchen. Und insgesamt würde ich sagen, es gibt 3 Phasen für einen Relaunch. Das erste Phase ist Denken. So alle Entscheidungen über welche Technologie, welche Content geht zum die nächste Relaunch-Phase, ja, was die KPIs sind. Und wenn eine Firma hat ein SEO am Anfang, es kann sehr gut laufen langfristig, weil wir müssen nicht später zurückgehen und alles neu bauen. So, das ist mein erster Tipp, ist ganz am Anfang, habe einen SEO-Expert in das Raum. Und die nächste ist, bevor ein Website gelauncht ist oder 1 oder 2 Wochen bevor, das ist noch ein Punkt für einen SEO-Expert reinzukommen. So, im Anfang, ja, wir haben eine viele Liste. Wir sehen hier, Entwickler, lesen Sie bitte, das ist unsere Liste, diese sind Checkpoints für Best Practice, technische SEO, Content und so weiter und Migration. Dann kommen wir zurück zu dieser Liste und sehen, hast du alles gemacht? Hast du gemacht, was ich gesagt habe? Und meistens, ja, es ist ein Teil, aber es ist meine Erfahrung, dass ja, es immer was fällt durch. Es immer etwas ist nicht so komplett. Und so, das ist sehr wichtig, dass im Anfang noch mehr ein SEO ist da und kann Vorschläge machen, bevor das Launch. Und dann die dritte ist nach Launch. So, es ist total wichtig auch, ein SEO muss alles checken. Es gibt viele Dinge, die falsch liefen können, aber es ist das Basics manchmal. Es ist halt Kleinigkeiten, und das ist auch sehr wichtig, dass ein SEO kann anschauen und helfen.
Ich hoffe, das hilft sehr. Ich habe so viel an diese Themen, dass ich spreche über. Mein Deutsch ist nicht so fließend im Moment. So ich werde die Bälle passen. I pass the ball back to Marcus. Großartig. Ja, super. Also ich habe dich gut verstanden. Schon mal schön. Super, gut, gut. Wir haben eine schöne Frage bekommen. Da geht es um das Thema, wie wähle ich die richtigen Keywords aus und wie kann ich sicherstellen, dass ich nichts vergesse? Ähnlich wie bei dir habe ich auch schon sehr viele Launches oder Relaunches begleiten dürfen. Und ich habe festgestellt, nehmt dieses Thema Keywords nochmal raus. Das werde ich heute und beim nächsten 10-10 auch nochmal ein paar Mal wiederholen. Fokussiert euch nicht so auf die einzelnen Begriffe, sondern eben auf die Themen. Und grundsätzlich sollte man als Unternehmen wissen, welche Themen für einen selbst richtig relevant sind. Und wenn man dann noch überlegt, wie kommt mein Nutzer zu dem Thema, wo er mich danach erfindet, was sind die Sachen, die ihn vorher beschäftigen? Also dekonstruiere quasi den Nutzerpfad, bis er endlich zu dem Thema kommt, was er bei mir abdecken will. Wenn du den kompletten Pfad abdeckst, dann hast du eben im Prinzip kein Thema vergessen. Und wenn du das eben entsprechend umsetzen kannst, dann hast du nachher eine Themenwelt, die dir zeigt, dass du für dein Grundthema umfassend informierst. Und das ist meiner Meinung nach ein starkes Kriterium für eine qualitativ hochwertige Seite. Kriterium, wir haben ja eine schöne Frage, gibt es SEO-Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann? Was sagst du denn dazu? Ja, ich sage viel dazu. Es gibt SEO-Faktoren, die wir nutzen, alles zu verbessern. Aber wie kann ich Google verändern? Ne? So, ich sage, dass wir nur diese Guidelines folgen. Das können wir beeinflussen. Wir können unsere einige Aktionen beeinflussen, aber keine SEO-Faktors. Wir haben keine Wahl da. Wir nutzen mit, was wir haben. Was wir können beeinflussen, aber ist, was machen wir? Und mein Vorschlag ist, mach die Dinge, die großes Einfluss haben werden, wenn das den Markt. So, es ist sehr einfach, wie sagen, hey, ich habe gehört, es gibt eine neue Side-Speed-Faktor und ich mache Arbeit und wir haben ein ganzes Team und alle sind gespannt, aber es ist nur eine Kleinigkeit, vielleicht ein Monat Arbeit für eine sehr, sehr Kleinigkeit mit Side-Speed und vielleicht kann das eine Monat Zeit, es könnte sein, dass es besser war irgendwo anders. So pass auf, einfach nicht so schnell reinzuspringen mit allen Kleinigkeiten. Das ist ein Gerücht, es ist nicht ein Act-Faktor, das macht einen sehr großen Unterschied. So, das ist meine Antwort dazu. So, wir hatten noch eine Frage mit Einfluss. Es ist, welche Metriken zum Nutzenverhalten haben Einfluss darauf? Wie Google unsere Webseite bewertet. So, es ist noch eine Google-Frage. Es ist, wie kann ich sagen? Wie, meistens weiß, dass Google mag die Regeln, ne? Und wir machen die Bestes, was wir können in dieser Welt. In diese Google-Land, soll ich sagen. Ich soll Ihnen nicht das sagen, Entschuldigung. Meine Antwort ist, es gibt wahrscheinlich Tausenden von Metrics, die das Algorithmus nutzt, so viele unterschiedliche Verbindungen und Metrics und alles ist sehr komplex. Wie kann ich das einfach und klar sehen? Alles von Links, so wie viele Pages haben wir? Und es gibt auch indirekt Metrics und die sind, wenn ihr Zeit haben, mein Vorschlag ist, über RankBrain anzuschauen und Research machen, weil die haben tiefer gegangen ins, was meinte Leute mit einem Search. Es ist die, in Englisch, in Intent. Ich glaube, es ist das gleiche oder ähnliche Wörter auf Deutsch. Genau. Wir sagen die Intention in Deutsch, ja. Intentionen, genau. Und das ist die Nutzen-Metrics, ja, aber es ist indirekt. Ein Beispiel ist Bounce Rate. So, wenn ein Nutzer klickt an eine Webseite und geht an eine Seite und sehr schnell zurückkommt zum Google,
Google hat ein, es gibt ein Timestamp, das sagt, es ist sehr, sie sind sehr schnell zurückgekommen. Und es ist nicht, dass es ein genau Ranking-Faktor ist oder was, es ist mehr ein Signal, dass die Qualität von dieser Webseite für diese besonders oder spezifische Keyword ist nicht so perfekt. So von deiner Seite oder ihrer Seite, wenn ihr Metrics anschauen und denken, ach, mein Bounce Rate oder Time per Visit oder andere Metrics in Google Analytics sehen oder andere Analytics sehen, nicht alle sind so direkt für einen Ranking-Faktor. So, mein Vorschlag ist, denke an den Nutzer, denke an den Kunden, nicht nur Google natürlich. Und ja, das ist, was ich habe da. Ich habe noch eine interessante Frage. So, bitte. Okay, die Frage war, wir verkaufen wenige, dafür sehr spezifische Produkte auf unserer Webseite. Sollten unsere Links zu den jeweiligen Produktseiten führen oder besser auf die Hauptseite? Also das typische natürliche Linkprofil zeigt grundsätzlich eher, dass die meisten Links die Hauptseite auf dem Domain zeigen. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn man mehrere Produkte hat und eher über die Marke bekannt wird als über einzelne Produkte. Wenn ihr jetzt aber das neue iPhone produziert und nach draußen bringt, kann es passieren, dass nicht eure Marke relevant wird, sondern euer Produkt. Dann ist es auch ein ganz natürliches Verhalten, dass dieses Produkt entsprechend viele Links bekommt. Das heißt, typische Antwort eines SEOs, kommt drauf an. Grundsätzlich würde ich mir mehr Gedanken machen, wie kann ich meine Marke aufbauen, als wie kann ich einen gezielten Link auf eine Unterseite aufbauen. Die darf dann natürlich gerne folgen, wenn man eben seine Produkte auch durch normale Marketingmaßnahmen nach vorne bringt. Wovon ich ich würde abraten auf jeden Fall von so Sachen wie Sponsoring des lokalen Fußballvereins, um da einen Link auf Produkt XY in meinen Shop zu bekommen mit einem harten Ankertext. Das habe ich vor 10 Jahren mal gemacht, wo ich mit einem sehr interessanten Begriff auf Platz 3 war und ich wollte natürlich noch weiter nach oben. Später war ich auf 68 oder so, weil es einfach nicht ganz so geschickt war. Das heißt, bleibt natürlich, legt mehr Wert auf Markenbildung als auf einzelnen Linkaufbau. Wenn man dann eine starke Marke hat, dann darf man sicherlich auch den einen oder anderen Link auf eine Produktdetailseite bekommen. Anderes Thema haben wir jetzt wieder für dich. Stellen wir uns vor, das Geschäft ist eher regional aktiv. Sollte man sich dann vorrangig auf so Local-SEO-Themen konzentrieren oder ist da so eine umfassende Optimierung sinnvoll? Ja, es ist eine interessante Frage. Es ist das gleiche Antwort wie du, Markus. Es kommt drauf an. es ist in Ernst, es kommt drauf an die Seele, absolut. So, wenn ein Business lokal ist und kann nicht außer dieser Region Service geben, natürlich macht es Sinn, Local SEO als ein Fokus. Aber es gibt immer Best Practice SEO. Es mag nichts, wenn es local oder nicht. Mag alles richtig so gut wie möglich die Grundlagen, wisst ihr? So, ich würde sagen, wenn es lokal ist und lokal Search ist total wichtig für ein Geschäft, es ist wie eine extra Stufe. Es ist, alle Grundlagen sind da, egal, lokal oder international, aber dann eine extra Stufe für lokal. Und so, diese sind Dinge, so zum Beispiel Google Maps oder Maps in Bing, Maps in Facebook, sie sind alle auch sehr wichtig. Rich Snippets, es gibt so viele, alle unterschiedliche Kleinigkeiten, die verbessern können mit Rich Snippets. Und also unterschiedliche KPIs, meinte unterschiedliche Content auch. So, es ist eine Entscheidung für alle Geschäfte. Was sind meine KPIs? Wo verkaufe ich? Soll ich ein großes Studie machen, das international ist? Wenn ich kann ich ein internationales Business geben? Weißt du, es ist nur eine Frage von den Zielen. So, das sind meine Vorschläge.
Und so, Markus, wir haben eine Frage über viel Traffic, aber nicht optimieren Keywords. So, es ist, ich lese die Frage für dich. Wir haben viel Traffic auf unserer Webseite, obwohl wir bisher kaum auf Keywords optimiert haben. Macht eine SEO-Optimierung dann überhaupt Sinn? Ja. Also SEO macht immer Sinn, ja. Zum einen wollen wir natürlich auch zusätzlichen Traffic bekommen und die Frage ist ja, woher kommen jetzt die Besucher? Ja? Wenn es mir gelungen ist, ohne gezielte Maßnahmen Top-Positionen zu erreichen, dann sollte ich vielleicht so weitermachen wie bisher. Ja, dann habe ich ja offensichtlich von Haus aus die richtigen Sachen gemacht. Wenn ich jetzt eher Besucher über Social Media bekomme oder über Newsletter-Marketing oder welchen Kanal auch immer, muss mir halt die Frage stellen, ist dieser Kanal sicher? Bleibt der da oder fällt er irgendwann vielleicht weg oder wird teurer? Ja, Dinge, die ich vielleicht nicht in der Hand habe. Daher ist es zielführend, sich früh genug, möglichst meiner Meinung nach natürlich auch mit dem Launch schon, um das Thema SEO zu kümmern, eben um hinten raus zu ernten. Ja, SEO ist in der Regel eine Investition, die dann eben sich auszahlt, wenn ich mir vielleicht gerade ja eben so ein Marketingbudget anders einrichten muss, ja, oder so Zeiten kommen, mit denen wir jetzt gerade leben. Wenn ich gutes SEO gemacht habe, dann stehe ich halt vielleicht einfach auf Platz 1, wenn diese Corona-Geschichte jetzt durch ist und die Leute auf einmal alle wieder kaufen wollen und dann bin ich da. Dann in Paid Ads zu investieren, kann kritisch werden, weil das dann plötzlich alle machen. Ja? Und deshalb bin ich der Meinung, ja, SEO macht immer Sinn, wenn ich denn es mir nicht erlauben kann, den Traffic aus den anderen Kanälen einfach so zu verlieren. Genau. Ja. Jetzt habe ich eine schöne Geschichte, die muss ich direkt einfach loswerden, weil das mag ich sehr. Die Frage ist, was war die größte Challenge, die ihr im SEO bewältigen musstet? Highlight für mich, eine Relaunch-Situation, die aus Markengründen nötig wurde. Das heißt, wir haben uns kurzfristig entschlossen, sowohl die Produktwelt als auch das Frontend als auch das Backend anzupassen. Und das Ganze musste innerhalb von 3 Monaten geschehen. Und da wir ein gut gehendes Geschäft im Mobilfunk hatten, war es ziemlich wichtig, dass das alles super passiert. Und wir haben da in sehr, sehr enger Zeit, sehr intensiv mit verschiedenen Menschen das Ganze organisiert. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich nachts um 2 noch mit Entwicklern darüber diskutiert habe, ob denn jetzt ein 301 oder ein 302 der richtige Code an dieser Stelle war. Das war so für mich eine der größten Challenges. Eine Challenge, über die man nur sprechen kann, wenn die Zeit irgendwie vorbei ist, so ein bisschen länger her ist. Ich hatte mal es gibt ja so Produktbewertungen oder Brandbewertungs-Webseiten in diesem Internet. Und eine davon hat es geschafft, direkt nach unserer Marke zu ranken und hatte in einem Title und Description so Sachen wie Abzocke und Betrug und solche Sachen stehen. Und natürlich haben wir versucht, uns normal mit denen zu einigen und die wollten natürlich sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Geld von uns, um eben an den Bewertungen mal zu kommentieren. Das war eine sehr schwierige Diskussion, die dann nachher dazu geführt hat, dass wir da uns nicht so einig geworden sind. Und um nochmal auf das Thema Backlinks und so zurückzukommen, ich weiß, dass es den Menschen nicht geholfen hat, kurzfristig sehr, sehr viele Links zu bekommen zu einem Thema, die danach kurzfristig sehr, sehr schnell wieder verschwunden sind. Also die Aufgabe war in dem Fall, bekomme die Dominanz in den Suchergebnisseiten. Das war eine harte Challenge, aber die hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Genau, und jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Frage heute. Ich glaube, es ist für uns beide vielleicht diese Frage. Ich glaube auch, das ist sehr gut. Wie halten wir uns denn über SEO-Updates auf dem Laufenden? Ja, es gibt so viele Informationsquellen auf dem Markt, sagt unser Leser, Leserin hier. Was schwebt dir da so typischerweise vor? Für mich, für uns beide, wir haben Glück, wir arbeiten in einer SEO-Firma, so wir sind dabei. Aber von meiner Seite, bevor hier, es war Google Webmaster Blog, das ist sofort da, wenn etwas verändert sich. Und Search Engine Journal und Search Engine Land, ich folge die an Twitter. Und Twitter ist für mich ein Kanal, wo ich sehr schnell Updates über alles digitales Marketing bekommen kann. Unser Blog, bevor ich hier gearbeitet habe,
habe ich Search Metrics Blog gelesen, weil es ist so viel super Info da. Wir haben sehr viele Experten hier. So, Markus, was sagst du dazu? Bin ich genau bei dir. Also ich habe auch schon sehr, sehr lange Twitter massiv im Einsatz und habe mir verschiedene Nutzergruppen quasi zusammengestellt, sodass ich wirklich auf einen schnellen Blick mitbekomme, wenn in der SEO-Bubble plötzlich was passiert. Da geht es gar nicht so um die 100% Analysen, sondern auf einmal, wenn alle schreiben, oh Gott, die Rankings verändern sich, dann weiß man, da passiert jetzt gerade was und kann dann einfach die nächsten Stunden oder Tage genau nach dem Thema schauen. Genau, wunderbar. Ja, das war's schon für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind sehr bald wieder für euch da. Wenn neue Fragen aufgekommen sind, einfach unter das Video posten oder gerne einfach auf unserer Webseite nochmal vorbeikommen, die Fragen da lassen. Ja. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Danke, ciao.